Die Buga wird um eine besondere Attraktion reicher. Auf dem Marienberg soll eine Telegrafenanlage errichtet werden, die historisch exakt nachgebildet wird. Zahlreiche Fachleute und Experten haben sich zusammengetan, um Preußens optische Telegrafenlinie aus dem Jahr 1832 in der Havelstadt originalgetreu zu errichten. Mit Hochdruck wird an der historischen Telegrafenanlage gearbeitet. Bei Metallbau Windex sind die einzelnen Teile jetzt angekommen. Fast 166 Jahre nach der Stilllegung wird wieder ein historischer Telegraph als Funktionsmodell nachgebaut. Klaus Windeck, in dessen Firma die Endmontage vorgenommen wird, weiß, was jetzt noch zu tun ist. Die einzelnen Schritte sind, wir werden am nächsten Mittwoch noch mal zusammenschauen, was alles ran muss, dass alles auch vorhanden ist. Dann wird der Mast mehr oder weniger verzinkt. Nach dem Verzinken kommt er hierher, die Einzelteile werden dann angeschraubt. Es wird mal eine technische Prüfung vorgenommen werden. Und am 31. März wird dann der Mast aufgebaut. Bei einer Expertensitzung wurden die einzelnen Arbeitsschritte noch einmal besprochen. Jetzt muss der Zeitplan konzentriert eingehalten werden, damit das Projekt realisiert werden kann. Durch das Engagement vieler ortsansässiger Unternehmer, des historischen Vereins, der Fachhochschule und vielen Unterstützern soll diese Historie der Kommunikation wiederbelebt werden. Die einzelnen Teile sind in der Montagehalle schon angekommen und diese 6 Flügel werden dann an den Mastbaum angebracht. Ingenieur Dr. Klaus-Peter Thiemann erläutert, wie das Modell dann aussehen wird. Diese Indikatoren kann man also in verschiedene 45-Grad-Stellungen, also 6 Stück sind es ja, und die haben also letztlich, kann man also die damit Informationen also sozusagen in die Luft schreiben. So ist das eigentlich. Und die kommen dann dort ran und werden dann also über Kurbeln, die also sich hier unten befinden, über Stahlseile bewegt und können dann die Informationen eben darstellen. Auch wenn es hier um die Anfänge der Nachrichtenübertragung geht, Kommunikation war auch schon damals wichtig. Ende des 18. Jahrhunderts wurde diese Form der Informationsübermittlung entwickelt. Die preußische Telegrafenlinie war nur 20 Jahre im Einsatz, zwischen 1832 und 1852. Mit einer Gesamtlänge von 587 Kilometern von Berlin bis Koblenz umfasste sie 62 Stationen, die jeweils immer 10 Kilometer voneinander entfernt waren. Durch was die einzelnen Stationen gesichert wurden, erklärt Dr. Thiemann. Das sind also diese Achsen, die also letztlich unten stehen, wo also die Kurbeln angesetzt werden. Die Kurbeln, die sozusagen die Indikatoren, so sind die einzelnen Flügel bezeichnet, in bestimmte Positionen rücken und haben dann eben auch noch Rastpunkte, sodass dann eben der Indikator ja, in den 5 jeweiligen Positionen auch stehen bleibt. Die Signale wurden damals optisch-mechanisch übertragen. Private Nachrichten konnten nicht übermittelt werden. Die heutige Facebook-Generation hätte keine Freude an den Informationen gehabt. Sie hatten nämlich streng militärischen Charakter. Ein Telegraphist an einem Standort beobachtete mit einem Fernrohr die Bewegung der Indikatoren an der Nachbarstation und durch den zweiten Telegraphisten wurde dann das gleiche Signal eingestellt. Durch die Flügelstellung sind also bestimmte, sagen wir mal, Darstellungen, also Buchstaben oder man kann es auch kodieren, das wurde auch gemacht, wurden ja auch geheime Informationen übertragen, dann wurde das also kodiert, also nicht wie sonst ein E gestanden hat oder wie auch immer, aus den 6 Flügeln dargestellt, sondern es konnte also auch kodiert werden. Also von 1832 bis 1852 hat diese 62 Stationen umfassende preußische Telegrafenlinie gearbeitet. Die Nummer 7 ist eine Station auf dem Marienberg in Brandenburg-Havel gewesen. Der jetzt geplante Standort auf dem Weinberg des Marienbergs weicht vom damaligen Standort etwas ab. Der historische Standort lag damals mitten in der heutigen Gaststätte auf dem Marienberg. Am 31. März soll die Telegrafenstation dann mit Hilfe eines Krans errichtet werden. Der Mastbaum aus Stahl soll übrigens kein Holzimitat werden, sondern die BRAWAG wünschte ein dunkles Grau. Für diese Verschönerung ist dann noch der Brandenburger Gestalter Guido Rattatz zuständig, sodass neben Ingenieurs-Know-how auch noch die Kunst zu ihrem Recht kommt. Und neue Technik wird es auch noch geben. Auf der Anlage soll am Kopf eine moderne Panoramakamera in HD-Qualität von RFT angebracht werden. So wird die Buga noch besser ins Licht gesetzt.